Gut, dann wollen wir mal einen Charakter für Warhammer bauen. Und zwar geht es bei Schritt 1 um die Heimatwelt. Da wollen wir einfach mal so ein bisschen im Werk blättern. Tabelle 1.1, die Heimatwelt. Können wir auswürfeln. Das ist ein Wurf mit einem W100. Machen wir das einfach mal. Ah, komm. Ich bin doch ein richtiger Pro, ich wusste Ja, das. ist klar, dass man Das ist dann die eine 8 13, würfelt. damit kommen wir von einer wilden Welt. Gut, Urzeitwelt. Urzeitwelten sind groß, stark und hart. Perfekt für einen guten Kämpfer. Gut, ja, ein bisschen genaueres zur Urzeitwelt könnte ich Ihnen eben später nochmal vorstellen, aber ich glaube, Daru hat ein kurzes Bild von einer Urzeitwelt. Wüsstest du, was sich da erwartet? Urzeitwelten sind Welten, auf denen man entweder durch einen Technologiestand oder dadurch, dass die Welt wirklich so unglaublich feindlich ist, nie wirklich, nicht unbedingt Zivilisation etabliert hat, aber zumindest sich die Welt nicht untertan gemacht hat. Es sind zum Beispiel Dschungelwelten, auf denen die örtliche Flora und Fauna so unglaublich tödlich ist, dass man schon sehr aufpassen muss, wo man hintritt. Genau. Das sind allerdings auch Welten, auf denen wirkliche Urzeitstämme leben, auf der das Entwicklungsniveau der Menschen nicht viel weiter als irgendwo zwischen Stein und Bronzezeit liegt. Aber viele Charaktere oder viele Leute, die von der Urzeitwelt kommen, die sind dann auch Space Marines. Zum Beziehungsweise Beispiel? alle, die Space Marines werden wollen, kommen auch von der Urzeitwelt. Da gerade diese Art von Welten natürlich unter der Bevölkerung die Stärkeren gerne mal aussortiert. So, dann Schritt Nummer 2. Wir bestimmen jetzt deine Attribute, und zwar Kampfgeschick. Damit fangen wir zuerst an. Der Grundwert ist eine 20 und wir möchten den Wurf bestimmen mit 2 W10 zusätzlich, die dann draufgerechnet werden. Gut, schauen wir uns das an. Ich hoffe, das ist nicht noch ein Prozentwurf. Das ist nicht noch ein Prozentwurf. Das sind die 15. Das ist Gut. gar nicht mal so schlecht. Das ist schon relativ gut. Dann Ist. rechnen wir einfach die 20 von der Urzeitwelt plus die 15, dann sind wir bei 35. Damit kann man schon eine ganze Menge anfangen. Ballistische Fertigkeit, also dein Fernkampfwaffengeschick. Auch da eine 20, bitte. Also 2W10. Sind Das ist sogar die 16, 16. Wir stehen gut da. 36. Damit kannst du den Kriegerpfad auf alle Fälle schon mal anvisieren. Dann die Stärke 25 plus 2W10. Ja, auf unseren Welten wird man relativ stark. Hier haben 14 wir leider nur die 14. ausgezeichnet. 39 müssten das dann sein. Es gibt Space Marines, die haben weniger. Genau. Der Widerstandswert, also so ein bisschen Konstitution, Widerstand gegen Krankheiten, vor allem dann eben auch die Lebenspunkte, die werden, glaube ich, auch daraus abgeleitet. 25 plus Tatsächlich nicht. 2W10. Es sind nur die 12. Immer noch über dem Schnitt, Sind. aber. Ja, genau, über dem Schnitt sind 37. Die Lebenspunkte werden im Gewandtheit. Übrigen, soweit ich weiß, hinterher aussortiert, also ausgewürfelt. Gewandtheit sind auch 20 plus 2W10. Auch hier liegen wir einmal mehr über dem Durchschnitt. Wir scheinen Ja. aus irgendeinem Grund jemanden zu haben, den die Special Marines nicht haben wollten. Vielleicht haben sie ihn übersehen. Vielleicht haben sie ihn übersehen. Vielleicht wurden auch alle deine Brüder schon rekrutiert. Die Intelligenz. Auch da bist du nicht unterdurchschnittlich. 20 plus 2W10. Intelligenz und Bildung sind ja zwei verschiedene Dinge, Oha. allerdings. Da sind wir nur bei der 28. Aufmerksamkeit, also ganz generell sowas wie Sinnenschärfe. Braucht man Da auf so wollte er einer nicht auf Welt der 10 liegen natürlich. bleiben. Sind 30. So, Willenskraft. Willenskraft sind wir nur bei 15. Und das ist dann so ein bisschen was, wie man gegen geistigen Schrecken vorgehen kann, wie gefestigt man ist. Das ist dann insgesamt eine 24 zusammen mit dem Grundwert und das Charisma. Auch das hat so ein bisschen gelitten, das nicht wirklich viel mit anderen Mitmenschen zu tun gehabt, sondern eher mit Monstern. 15 plus 2W10. Auch das Auch ist hier nur nur. eine 24. Aber ich glaube, deinem Weg eines Kriegers steht nichts im Wege. So, dann gucken wir uns mal die Karrierepfade an. Die kann man auch auswürfeln, aber ich glaube. Ich glaube, es ist besser, die auszuwählen, sonst haben wir gleich einen Kleriker, der von Tuten und Blasen keine Nee. Ahnung Die hat. Urzeitwelt hat auch noch einen eigenen Karrierepfad, den du auswürfeln kannst. Das wäre auch nochmal ein W100. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Klar, ein Weil W100. Makropol und imperiale Welten, Kind der Leere, die haben alle andere Tabellen hier.
Wir hätten die 30. 30. Ein Assassin. Ein Assassin. Dann soll es ein Assassine sein. Ja, wir sind nicht unbedingt so geschickt, aber schießen können wir zumindest. Genau. Assassinen sind natürlich geübte Mörder, die gut daran sind, sich einem Ziel zu nähern und Leben zu beenden. Manche sind kaltblütige Henker, die im Blutvergießen schwelgen. Andere sind vollkommene Profis, die sehr stolz auf ihre Kunst sind. Wie auch immer ihre Motive aussehen, sie gehören zu den gefährlichsten Männern und Frauen der Inquisition. Dann bekommst du ein paar Anfangsfertigkeiten, Anfangstalente und Anfangsausrüstung. Ich muss gerade mal schauen, wie geht's denn weiter? Nebeneinwirkung von Sanktionierung, das brauchen wir nicht, weil du keinen... So, Schritt 4, Erfahrungspunkte und Ausrüstung. Wir würfeln mal deine Lebenspunkte aus. Du bist erhöht Lebenspunkte mit einer 9 plus 1 W5, also 10 und dann halbieren. Ja, tun wir das erst einmal. Da sind wir bei 14 dann Lebenspunkte. Dann sind wir bei 14, das ist schon eine ganze Menge. Jetzt kommen die Feldpunkte dran. Genau, da bin ich tatsächlich ein bisschen unterdimensioniert. Ich habe im Schnitt einen weniger als die anderen. Das ist wieder ein W10. Noch einmal der W10. Komm schon, Imperator, sei mit mir, ja. Der Imperator ist mit dir. Dann bekommst du 2 Schicksalspunkte von mir, die du ausgeben kannst wie Glück, um einen Wurf zu wiederholen oder eben auch zum Verbrennen. Bewegung, das müssen wir nicht auswürfeln. Anfangsvermögen können wir einfach mal machen. Assassine bekommt 120 plus 3 W10 Drohnengeld, also 3 W10. Gar nicht mal so wenig. Offensichtlich zahlt die Inquisition ja doch sehr gut. Ja. Oder nicht? Ja, doch, damit kann. Also, ja, 120 als Startbonus ist schon mal ganz viel. Zumindest mehr als ein Adept bekommt, also ein Schreiber oder fast so viel wie ein Techpriester bekommt. Einer vom Mars. Gut. Jetzt hätten wir noch, wenn ich mich recht entsinne, 1000 Erfahrungspunkte, die man verteilen könnte. Genau. Das werden wir jetzt aber nicht live machen, denn dafür müsste man überhaupt erstmal wissen, was man haben will. Richtig, du bekommst ja auch nochmal ein paar Anfangsfertigkeiten und ich glaube, es macht dann eher Sinn, dass wir das dann schon einmal vorbereiten und dann werde ich das nochmal abschließend besprechen, was du gesteigert hast mit deinem Assassinen. Gut. Ganz generell, ich muss gerade mal schauen, Schritt 5, Charakter zum Leben erwecken. Jetzt könnten wir nochmal sowas auswürfeln wie den Körperbau, wie das Alter und auch die Vergangenheit. Das ist aber optional. Wir können nochmal den Stamm. Jeder eine Weissagung. Die Stammestabus können wir nochmal machen. Das ist das nächste. Da brauche ich wieder einen W100 für die Urzeitwelt. Das finde ich auch ganz interessant. Der W100. 66. Die Macht der Namen. Benutzen Sie nie den wahren Namen Ihrer Feinde und Lieben, sonst hören Dämonen Sie und verwenden Sie zum Bösen. Das ist also jemand, der oft Du sagt. Oft Du und oft Spitznamen. Also wenn sich jemand dir mit einem richtigen Namen vorstellt, dann solltest du den so nicht benutzen. Macht für einen Assassinen, glaube ich, schon mal Sinn, oder? Das kommt noch dazu. Was wir natürlich noch haben, ist auf der Seite 34. Die Weissagung. Was gerne mal vergessen wird. Die Weissagung. Die sind wichtig. Was sagt der Seher denn? Oh, sorry, das sind 2. Nehmen wir den ersten. Die 70. Wenn der Mensch leben soll, müssen Menschen sterben. Erhöhen Sie Ihren Widerstand um 3 Punkte. Auch das ist für einen Assassinen sehr, sehr tragbar. Vor allem, da mein Widerstand, soweit ich mich erinnere, knapp unterhalb der nächsten Bonusschwelle war. Ja, Namen werden wir nicht auswürfeln, auch das wäre hier möglich, aber ich glaube, hier sollte man einfach nur in der richtigen Tabelle mal sich einen aussuchen. Dadurch, dass du von einer Urzeitwelt kommst, sollte man hier den archaischen Namen wählen oder aber niedergotisch. Als Assassin wäre auch informell möglich. Natürlich informell, denn meinen echten Namen sage ich ja niemandem. Richtig. Du hast zwar einen, aber... Da wirst du dann eher auf einen anderen zurückgreifen, sowas wie Bolter. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Gut. Vermutlich hat man mich gefragt, wer hast du denn? Mal links geguckt, mal nach rechts geguckt, hab einen Bolter gesehen. Ah ja, so heiß ich. Ja, und ansonsten schauen wir in den Karrierenpfaden nach und steigern dann die 1000 bzw. alle EP weg, die wir für den Assassinen in seinem eigenen Stammbaum dann ja versteigern können und je nachdem, wie viele EP er weggesteigert hat, desto mehr oder desto höher ist sein Rang. Ich habe tatsächlich nachgesehen, es sind nur 400, wenn ich mich nicht täusche.
Das kann sogar sein, aber wir werden, glaube ich, nicht mit Start-AP spielen. Ich glaube, da gebe ich ein bisschen mehr, sowas wie 2000, dann hat man schon mal die ersten drei Ränge voll. Dann bist du schon mal Meine. sowas wie ein einsamer Wolf. Ich meine, machen wir es einfach mal mit den 400 exemplarisch. Wir sind auf Seite 57. Wir schauen oben mal in die Charakteristiken rein. Als Assassine. Als Assassine von der Urzeitwelt denke ich, dass er mehr mit Nahkampfwaffen umgeht. Entsprechend nehmen wir einen Punkt Waffentraining mit für 100. Dann nehmen wir noch einen Punkt Geschicklichkeit mit, denn wer kämpfen will, muss er ausweichen können. Geschicklichkeit, ja. So, dann schauen wir mal unten in unser Training rein. Das heißt, du hast jetzt schon einmal 200 versteigert, richtig? Richtig. Hast zweimal deine Attribute gesteigert und zwar nach dem einfachen Baum. Die sind für Assassinen nochmal günstiger. So, und dann entscheide ich einfach mal, dass er ist ja Assassine, dann muss er auch ein bisschen auf Infiltrator machen können. Wir nehmen mal so einmal Klettern mit. Klettern für 100 Punkte. Und einmal, ich weiß leider nicht, wie es gerade auf Deutsch heißt, Silent Move, stille Bewegung. Schleichen. Gleichen. Genau. Damit hast du schon deine vier Steigerungen fertig. Und ich glaube, wenn es nach Buch und die 400 richtig wären, dann wärst du jetzt schon fertig und bist immer noch im Rang eines Meuchlers. Genau, dann Wenn könnte ich du noch mir. einmal 100 ausgeben würdest, dann hättest du die 500 voll und steigst auf zum Schattenmann. Was man hier sagen muss, ist, man verliert die erste Tabelle nicht, sobald man in die nächste aufsteigt. Also ich kann auch, obwohl ich Korrekt. ein Schattenmann bin, immer noch zum Beispiel das Pistolentraining aus der ersten Tabelle nehmen. Genau. Und wenn man dann im zweiten Baum so etwas haben möchte wie, es gibt dann später auch noch Voraussetzungen, die stehen dann ja auch daneben, zum Beispiel fahren Bodenfahrzeuge plus 10, dann muss man natürlich erstmal Bodenfahrzeuge einfach besitzen, damit man da dann einmal den vollen Bonus von plus 10 bekommt. Ansonsten, wenn man ein Talent nicht besitzt, dann würfelt man auf die halben Attribute, wenn man das besitzt, auf das einfache Attribut. Und wenn man es dann eben gesteigert hat mit plus 10, dann das Attribut plus 10. Also, Es gibt Talente. Es gibt Talente, zum Beispiel, wenn ich auf einem Raumschiff geboren würde, wäre, dürfte ich, auch wenn ich sie nicht habe, das Fliegen von Raumschiffen auf mein ganzes Attribut würfeln. Das steht aber bei den Charakteren immer ich bei. glaube, das ist dann eine der automatischen Genau, das ist eins von diesen Sonderfertigkeiten, die du Talenten, hast, das man genau. bekommt. Ja, und ansonsten geht man den Baum so lange durch mit seinen Erfahrungspunkten, bis man in den neuesten Baum steigern darf. Wenn man den Schattenmann durch hat mit 1000 EP, dann darf man auch die Sachen vom Nachtfalken steigern. Wenn ich Und eines fernen Tages dann mal 6000 AP hätte, dürfte ich sogar zwischen zwei verschiedenen Bäumen wählen, zu denen ich mich dann aber auch committen müsste. musste ich dann auf einen spezialisieren. Entweder du bist der Todesadept oder du bist der Infiltrator. Beides geht dann nicht. Und ansonsten, Attribute dürfen immer nachgesteigert werden. Da gilt dann immer, habe ich Die es einfach Kostentabelle. gesteigert, dann muss ich es beim nächsten Mal mit der mittleren Tabelle steigern. Man Und kann entsprechend auch Attribute nie höher haben als 20 überm Startwert. Es sei denn das ist natürlich, man korrekt. bekommt durch sagen wir, Kybernetik oder irgendwelche seltsamen Einflüsse, noch mehr Punkte dazu. Genau, für einen Assassinen wäre das möglich, für einen Tech-Adepten sowieso. Müsste man sich dann eben überlegen, ob das dann irgendwann für einen, ja, für Abschaum Sinn macht. Je nachdem, wie hoch man dann in der Inquisition aufsteigt, wäre das natürlich möglich. Aber ich glaube, an dieser Stelle, können wir das hier auch soweit beenden. Und exemplarisch haben wir innerhalb von nicht einmal 20 Minuten einen Charakter gebaut, der spielbar wäre. Man muss natürlich sagen, wenn man ein Charakterkonzept im Kopf hat, ist das mit dem komplett random Auswürfeln der Attribute nicht gar so gut, weil wir hätten genauso gut viel Willpower, viel Willenskraft und viel Charisma haben können, aber keine Waffenfertigkeiten. Und wenn ich darauf versessen gewesen wäre, einen Assassinen zu spielen, würde ich jetzt etwas im Regen stehen. Genau. Wenn man irgendwas im Sinne hat, das heißt, wenn ich irgendwie ganz genau weiß, ich würde gerne einen Psioniker spielen, also einen in Anführungsstrichen Magier des Warps, dann kann ich natürlich auch die Werte so verteilen, indem ich dann die durchschnittlichen Werte nehme und dann ja bei Widerstandskraft ein bisschen mehr reinnehme und bei der Stärke, also der körperlichen Stärke ein bisschen weniger, weil ich die einfach nicht brauche als Psioniker. Das wäre dann eben auch noch möglich. Und man kann sich auch seine Heimatwelt selbst aussuchen. Ich finde es aber relativ schick, dass man das eben auch auswürfeln kann. Das gibt dem Hast Ganzen so ein bisschen Flair.
Hallo. Was wir vergessen haben, ist, wenn du auswürfelst, darfst du tatsächlich einen einzigen Wert neu würfeln. Du musst aber das neue Ergebnis nehmen. Richtig. Also für gewöhnlich nimmt man halt einfach das Niedrigste, weil man sich ja sowieso dann umverteilt. Ja. Es war aber echt gut gewürfelt oben, muss man sagen. Ja, also so wie man es eben für einen Krieger zumindest haben will. Ich glaube, ich würde einen Assassinen, ja gut, ich würde einen Assassinen, glaube ich, nicht von der Urzeitwelt spielen, sondern eher dann einen Arbitrator oder Abschaum, den würde ich dann eher davon spielen, aber ganz generell, ich glaube, die Urzeitwelt bietet auch gute Assassinen. Ja, das ist dann halt eher so ein Jäger. Müsste man sich eben überlegen, ob man dann aus dem Dschungel kommt oder man kann natürlich auch von einer Eiswelt kommen. Und wenn man dann ja, Space Marine spielen würde, hat man natürlich erstmal andere Tabellen, aber ich glaube, ein solcher Charakter könnte dann eben auch sehr gut von den Marines aufgenommen werden. Space Marine bist du auch absolut overpowered. Und ich meine, die fangen, glaube ich, mit 30er-Werten an. Ja, die kriegen auch neue Organe und können dann. Ja, die haben, du hast irgendwie 14 Organe, die müssen nicht essen, die müssen nicht atmen, die können Säure spucken. Und sagen. Was man als Spieler nicht zu viel Gebrauch machen sollte, er sei denn, man möchte aus dem Maul kriegen, die können ihre Feinde essen, um ihre Gedanken zu erfahren. Ja, richtig. Das habe ich mal, ich habe mal Dark Heresy gespielt und ich erst weiß gar nicht, was ich da geritten habe. Hey, Dark Heresy, ich habe mal Deathwatch gespielt, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe gesagt, ja, ich beiß mal in den Chaos-Hexer rein. Das waren auch drei leicht verdiente Korruptionspunkte. Ja, wenn man kein Grey Knight ist, dann sollte ich, man ich durfte sich davor danach, hüten. Ich durfte danach diese seltsame Schrift, mit der die schreiben, lesen können. Also haben sie aber auch nie was gebracht. Denn, naja, erst schießen, dann fragen. Ja, ansonsten, du kannst dir natürlich überlegen, ob du den spielen willst oder du kannst den dir selber bauen. Wir haben dazu dann, wie gesagt, nochmal Hausregeln aufgestellt. Und ganz generell kann man innerhalb von weniger als 20 Minuten einen vollwertigen Charakter erstellen, bauen, spielbar machen und dann losspielen.